Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trades in World 4 hier auf meinem Kanal. Ich habe Urlaub und das heißt für euch jetzt wieder ganz, ganz viel neues Material, weil ich endlich wieder Zeit habe. Die letzten Tage, Wochen waren nicht so doll, weil wir viel zu tun hatten, Vereinsarbeit und ja, an sich Geburtstagsfeiern und so. So, wir gehen mal hier rein in den Hobel, da haben wir eine Einführung ATC, ACSES, die schauen wir uns heute auch nochmal an. Weil das muss nochmal aufgefrischt werden, ihr habt ja im Livestream gesehen, dass ich damit nicht so ganz klar gekommen bin. Was ich aber als allererstes mal suchen muss, ist die Einführung zur M9. Die möchte ich mit euch eigentlich heute anfangen. Ich habe mal reingeschaut in die Strecke an sich. Es gibt keine Streckeneinführung. Die gibt es einfach nicht. Deswegen müssen wir die leider weglassen. Dann würde ich sagen, fangen wir dann tatsächlich mal mit ATC an, oder? Ja, doch, machen wir. 25 Minuten soll das Ganze dauern. Ja. Ich verstehe das System. Also entweder bin ich zu blöd für das System oder das System ist nicht so integriert, dass es sinnvoll für mich erscheint. Oder ist es einfach buggy. Also das sind die drei Möglichkeiten. Also entweder bin ich zu blöd, es ist für mich nicht verständlich oder es ist einfach verbuggt, weil also das man hatte hier halt die kontinuierlich drei verschiedene Geschwindigkeiten da irgendwie. Streckengeschwindigkeit, dann hat man die ATC-Geschwindigkeit und dann noch eine dritte Geschwindigkeit, die vorne im Display angezeigt wird. Und irgendwie wechselt das Ding auch kontinuierlich zwischen ATC und ACSES hin und her. Ich hoffe, das wird jetzt hier mal anständig erklärt. Wir lassen uns mal überraschen. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch die Grundlagen der ATC, Automatic Train Control, und des ACSES, Advanced Civil Speed Enforcement System, geführt. So, also wir sind hier jetzt unten in der Penn Station, müsste das sein. Und ja, haben eine M7 bekommen. Die wissen wir zumindest mal, wie die funktioniert. Bei der M9, die habe ich ja blind gefahren im Livestream, weil ich ja noch gar keine Einführung gemacht habe. Und dann würde ich sagen, erstmal Richtungswender vorwärts. Ohne, dass wir den Generalschlüssel einmachen, der war schon drin. Dann maximale Bremse. ATC und ACSES arbeiten zusammen, um Signalbilder und Geschwindigkeitsbeschränkungen an die Geräte im Führerstand weiterzuleiten. Sie sollten die Signale im Führerstand immer befolgen, auch wenn Sie die Durchsetzung nicht aktiviert haben. Da Sie die Durchsetzung aktiviert haben, wird eine Zwangsbremsung eingeleitet, wenn die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht bestätigt oder eingehalten werden. Lassen Sie uns einen Überblick über die Ausrüstung an Bord erhalten, um zu verstehen, wie man sie lesen und wie man reagieren muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Die meisten relevanten Informationen werden auf der ADU, Aspect Display Unit, angezeigt. Die Geschwindigkeitsanzeigen auf der linken Seite der ADU zeigen das aktuelle ATC-Signalbild des Führerstands an. Also das ist dieses Ding hier. Auf der Seite der ADU angezeigte Streckengeschwindigkeit ist die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit für ACSES. Sie sollten sich immer an die niedrigere dieser beiden Geschwindigkeiten halten, auch wenn die Durchsetzung nicht aktiviert ist. Lassen Sie uns loslegen und sehen, wie ATC und ACSES die Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzung durchsetzen. So, also, ja, wir sollen die Leistung erhöhen, um loszufahren. Jetzt müssen wir erstmal die Bremsen mal aufladen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das Knöpfchen hier war. Weil wir haben die 90 PSI, die haben wir noch gar nicht. Normalerweise, hier war doch irgendwo Bremsen aufladen, oder? Der M7. Ah, die hat sich von selber aufgeladen. Okay, normalerweise ist hier ein Knopf, wo irgendwo Bremsen aufladen drauf stand. Ich meine, das wäre dieser hier. Aber egal. Wir fahren mal los. So, Woodside ist der erste Halt. Aktuell wird mir hier vorne 15 mph angezeigt. Da im dem Ding noch gar nichts. Warum auch immer. Wahrscheinlich eine restriktive Fahrt oder so. Oder permissives Fahren gibt es ja auch hier. Also permissives Fahren heißt, dass wir in einen besetzten Block einfahren. Das gibt es in Deutschland ja auch unter bestimmten Voraussetzungen, dass wir in besetzte Blöcke einfahren können, zum Beispiel als Sperrfahrt oder wenn wir an einem Hauptsignal mit einem weiß-gelb-weiß-gelb-weißen Mastschild stehen und wir den Fahrdienst leider nicht erreichen können, dann ist uns das auch durchaus erlaubt, in den besetzten Block einzufahren.
So, wir können die Zugsicherungssysteme hier nicht ausmachen, deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass uns im Tutorial jetzt schon erklärt wird, dass wir die Durchsetzung ausmachen könnten, theoretisch. Das irritiert mich ein bisschen. Jetzt machen wir erstmal weiter hier. Die ADU zeigt derzeit einen Geschwindigkeitsaspekt von 60 an. Das heißt, sie können bis zu dieser zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahren. So, und da geht's schon los, ne? Wir haben da 80 stehen, nicht 60. Da oben immer noch 15. In regelmäßigen Abständen, wenn bestimmte Steuerungen nicht bestätigt werden. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie den Alarm bestätigen. Sonst wird eine Zwangsbremsung eingeleitet. Das sind, was mich halt irritiert. Wenn eine Zwangsbremse eingeleitet wird, müssen Sie den Zug wieder fahrbereit machen, sobald er zum Stillstand gekommen ist. Dazu müssen Sie die Bremsleitung aufladen. Bringen Sie den Kombihebel in die Position Max Bremse und halten Sie dann den Angleicherknopf gedrückt. So, wie gesagt, also, ne, warum ich da jetzt eine 80 angezeigt bekomme, eine 60 aber nur fahren darf und die Streckengeschwindigkeit, bevor die 60 gekommen ist, oben sogar noch auf 15 war, das ist, erklärt sich mir nicht ganz. Ne, jetzt fahren wir erstmal los und gucken mal, was gleich passiert. Weil teilweise die Geschwindigkeitsänderungen dann auf einmal auch da sind und, man bekommt es nicht so richtig angezeigt, weil, warum da jetzt eine neue Geschwindigkeit gefahren werden soll oder warum auch nicht, das ist, keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Oder ob ihr auch so eine Probleme habt mit diesem System, weil auf der New York Trenton komme ich mit dem ATC und dem ACSES eigentlich relativ gut klar. Ist hier aber überhaupt gar nicht der Fall. Die Geschwindigkeitsänderung im Tunnel ist meines Erachtens keine. Wir gucken mal, das geht gar nicht so lang, das Ganze hier. Ja, vielleicht bin ich wirklich nur zu blöd dafür, ich weiß es wirklich nicht. Und dieses Trouble Screen hier vorne, das nervt mich jetzt auch gerade massiv. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber zumindest funktionieren die Displays hier mal. Ich weiß, ey, Leute, weiß echt noch nicht, was ich von der Strecke halten soll. Insgesamt, also im Livestream habe ich ja nach der ersten Fahrt abgebrochen, habe andere Strecken gefahren, weil das hier keinen Sinn mehr hatte. Das ist einfach... Boah, ich weiß es nicht, Leute. Ich finde die 37 Euro halt einfach, oder die 36 Euro halt einfach auch nicht gut. Gerade wenn man die erste Long Island schon hat, dann... Die erste Long Island, die kann jetzt eigentlich jeder von uns deinstallieren, kann sie in den Müll schmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Immer noch den Signalaspekt 60 vorne stehen. Aber die 80, ich weiß nicht, warum diese 80 leuchtet. Das erklärt sich mir einfach nicht. Soll das einfach nur heißen, dass wir Fahrt haben, oder? Das nächste Signalbild zeigt einen restriktiveren Aspekt an. Sie müssen die Einschränkung bestätigen, den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen und den Zug auf die erforderliche Geschwindigkeit abbremsen. Ja, was ist denn jetzt die erforderliche Geschwindigkeit? Der Computer an Bord überwacht die Position auf der Strecke und berechnet eine sichere Bremskurve für anstehende ACSES-Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also meines Erachtens leuchtet jetzt die 40 vorne. Wie hier. Ist das einfach vielleicht nur die Voranzeige? Dass es so ein bisschen wie LZB funktioniert, dass wir die 60 ist die aktuell erlaubte Geschwindigkeit und die untere Geschwindigkeit dann die, die nachher erlaubt ist. Der auf der ADU angezeigte Geschwindigkeitsaspekt hat sich geändert. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Stau oder ein anderer Zug vorausgeht. Jetzt haben wir 30. Gleisabschnitte können unter ATC und ACSES von mehreren Zügen belegt sein, was eine höhere Dichte auf verkehrsreicheren Strecken ermöglicht. Sie müssen nicht nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren, sondern auch auf Sicht fahren. Das heißt, Sie müssen darauf vorbereitet sein, anzuhalten, wenn Sie einen Zug vor sich sehen. War das jetzt auf Sicht fahren? Das wäre dann dieses permissives... ist das der richtige Ausdruck? Ist ein schwieriges Wort. Also dieses auf Sicht fahren, das ist halt quasi das, was ich vorhin gesagt habe. Dass da dann
wirklich die Möglichkeit bestünde, in ein besetztes Gleis einzufahren. Jetzt hier sehen wir vor uns direkt den Zug. Und jetzt steht dort unten, das Stoppzeichen hat angefangen aufzublinken. Das könnte dann jetzt für uns natürlich heißen, dass das nächste Signal einfach zu ist. Ich sehe auch oben zwei rote Lämpchen. Dann fahren wir mal in das besetzte Gleis ein. Nicht ein, sondern bleiben davor stehen vor dem nächsten Block. Ah. Warten Sie, bis die Linie vor Ihnen frei ist. Okay, da fährt er weg. Vielleicht muss ich einem wirklich ein paar Runden nur fahren und begreife das dann. Also im Livestream habe ich geschimpft über das Ganze hier, weil es für mich einfach auch nicht nachvollziehbar war. Ne? Oh, wir rollen weg. Eieiei. Machen wir die Bremse rein hier. So, jetzt achte ich mal unten auf die 15 und auf das Stoppzeichen. Ja, nichts ausmachen hier, ne? Also die Zugsicherungssysteme, die sind hier tatsächlich alle an. Die könnt ihr nicht ausmachen. Das heißt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst die Finger von diesem DLC. Also ich fahre eh immer mit Zugsicherungssystemen, auch wenn ich dadurch ein bisschen Probleme kriege auf manchen Strecken, weil ich nicht alle Zugsicherungssysteme hundertprozentig verstehe. Und wir sind ja jetzt noch nicht in Japan. Japan kommt ja dieses Jahr auch noch. Ja, warten wir mal ab. So, jetzt ist das Signal aufgegangen. Und zeigt mir jetzt erstmal 40 an. Machen wir das mal. Jetzt ist er auf 30 runtergegangen. Das heißt, wir nehmen schon mal Leistung raus. Die Strecke vor Ihnen ist nun frei. Sie müssen keine Geschwindigkeitserhöhungen bestätigen, nur Geschwindigkeitsreduzierungen. So, bremsen. Eine Überschreitung der Geschwindigkeit kann zu einer Zwangsbremsung führen. Halten Sie sich immer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ja, das überrascht mich jetzt. Wenn Sie sich an die von ACSES angezeigte Streckengeschwindigkeit halten, haben Sie einen Puffer von 3 Meilen pro Stunde über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei mehr ertönt ein Alarm. Sie haben dann 8 Sekunden Zeit, Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, bevor eine Zwangsbremsung eingeleitet wird. Wenn Sie die angezeigte Streckengeschwindigkeit um 6 Meilen pro Stunde überschreiten, wird sofort eine Zwangsbremsung eingeleitet. Ja, das war mir bekannt. Das kennen wir von New York Trenton schon. Denken Sie daran, dass Sie sich immer an die auf der ADU angegebene Höchstgeschwindigkeit halten müssen, auch wenn Sie die Durchsetzung nicht aktiviert haben. Andernfalls kann es zu unsicheren Streckenbedingungen kommen. Das ist mir bewusst. Als neuer Lokführer sollten Sie ein paar Meilen pro Stunde unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bleiben. So haben Sie genug Puffer, um Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen zu vermeiden und auf Geschwindigkeitseinschränkungen zu reagieren. Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sind mir neu. Und um euch mal kurz zu erklären, ich habe ja die Erfahrungspunkte oben immer aus. Wenn ihr unter der Geschwindigkeitsbeschränkung bleibt, bekommt ihr random, nenne ich es jetzt einfach mal, kriegt ihr immer 30 Erfahrungspunkte irgendwann, also immer random, alle 500 Meter, einen Kilometer, keine Ahnung, wann das genau auftritt. Wenn ihr über der Geschwindigkeitsbegrenzung fahrt, dann bekommt ihr keine Minuspunkte, sondern ihr bekommt einfach nur 15 Punkte, was totaler Bullshit ist, aber naja, ja, fürs Denken wird man hier nicht bezahlt bei der Eisenbahn, das wisst ihr ja. Dafür gibt es studierte Menschen. Dann gehen wir mal auf die 60, ne? Okay, ich glaube, das System leicht verstehen zu können nach diesem kleinen Tutorial. So, jetzt haben wir 40, das heißt, ich bremse jetzt. Quittiere, dass ich bremse. Jetzt habe ich die 40 erreicht. So, kann ich rollen lassen. Keine Zwangsbremsung bis jetzt. Ey, ich bin ja fast schon überrascht von dem, was ich hier treibe. Was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Eigentlich nur noch anhalten, ne? Also 25 Minuten hat das jetzt nicht gedauert, aber es könnte so... Guck mal, der bremst sogar automatisch, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat automatisch angefangen zu bremsen.
Das ist ja witzig. Okay, das muss ich mal beobachten, wenn wir das erste... Ja, jetzt seht ihr das? Der bremst automatisch. Der hat automatisch gebremst. Funktioniert das? Ich glaube, das müssen wir mal testen. Weil der hat jetzt wirklich... ihr habt es gesehen, ne? Der ist automatisch in die Bremse gegangen. Was nimmt der hier Ausmaße von LZB an, ey? Das ist ja Wahnsinn. Fehlt nur noch, dass wir eine AFB-mäßige, also Tempomat-mäßige Funktion hätten. Das ist krass. So, das ist jetzt Totmann-Schalter, ne? Den quittiert ihr natürlich wieder beides hier mit einer Taste. Das ist aber bei den amerikanischen Lokomotiven und Fahrzeugen ganz oft der Fall. Ich meine, das jetzt verstanden zu haben. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute im Szenario umgesetzt bekomme. Wir machen heute auf jeden Fall mal alle Einführungen so durch. Schauen wir mal. Gute Arbeit. Damit wären die Grundlagen von ATC und ACSES abgeschlossen. Sie können dieses Trainingsmodul jederzeit wiederholen, wenn Sie Ihre Kenntnisse auffrischen möchten. So, da wir jetzt noch gar nicht geschaut haben, was wir überhaupt alles an Inhalte hier geliefert bekommen, machen wir das mal eben nochmal, weil es gibt ja keine Streckeneinführung. Das mache ich ja seit neuestem immer in der Streckeneinführung. Das werde ich euch jetzt nochmal kurz zeigen, damit ihr wisst, was ihr für eure 36 Euro bekommt. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von den 36 Euro halten soll. Weil für alle, die die alte Long Island haben, ist das hier totaler Blödsinn. Also, klar, es ist eine Weiterentwicklung auf TSW 4 angepasst, ne? Aber was machen wir mit der alten Strecke? Die können wir eigentlich in die Tonne kloppen. Ich hoffe nur, dass keiner von euch so blöd ist und die aus Versehen die verkehrte Strecke kauft. Das wäre, glaube ich, suboptimal. Wir gehen mal zu den Zügen, dann gehen wir mal in die Strecke und gucken uns mal kurz den Fahrplan an. Da habt ihr 625 Fahrplanfahrten, das ist eine ganze Menge, aber wir sind auch im Nahverkehr unterwegs. Ihr bekommt hier im DLC mitgeliefert die M7 und die M9. Das ist ganz wichtig, die M3, die bekommt ihr nur, wenn ihr euch das passende DLC kauft. Das ist nämlich eine extra oder ein extra Fahrzeug. Das habt ihr nicht so dabei, das ist nochmal ein DLC, ne? Ganz wichtig. Also M7, M9 ist dabei, die M3 als DLC. Dann habt ihr insgesamt 625 Fahrplanfahrten, an der Stelle auch nochmal von mir erwähnt. Das ist auch immer wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Ihr bekommt diese 625 Fahrten unter Umständen nur, wenn ihr auf dem PC unterwegs seid und alle DLCs besitzt, die es im Spiel gibt. Bei mir seht ihr immer alles mit allem, ne? Und immer auf PC, das ist ganz wichtig. Es könnte sein, dass es auf der PlayStation 4 und Xbox One weniger Fahrplanfahrten da sind. Das gibt es ja bei einigen Strecken. München-Augsburg ist so das bekannteste Beispiel. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series S/X, da kann es sein, dass es genau dasselbe ist wie auf dem PC. Das kann ich euch aber nicht versprechen. Ne? Dann gucken wir mal kurz hier in die Eisenbahnreisen rein. Da haben wir 30 Reisefahrten. Davon habe ich jetzt natürlich hier schon mal eine abgeschlossen. Wir werden uns heute noch die M7 und die M9 anschauen und dann habe ich gesehen, haben wir ein Szenario, in dem wir dann auch beide Fahrzeuge bewegen dürfen. Das müsste ich mir nur mal raussuchen. Hier ist es genau, 20 Minuten geht das nur und dann haben wir das, glaube ich, alles in einem Abwasch hier heute abgearbeitet und dann haben wir hier 9 Szenarien, die ich aber so ein bisschen mit den anderen Strecken hier erstmal ein bisschen wechseln würde, mit den neueren Strecken hier, weil da sind überall, glaube ich, noch so ein paar Szenarien offen. London Gospel Oak, guck mal, hier ist noch was offen. Ich habe ja echt wenig gemacht in den letzten Wochen. Und da werden wir jetzt mal wieder anfangen, ein bisschen aufzuholen. 5 Wochen Urlaub habe ich, da werde ich aber genug Zeit haben, denke ich. So, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr seid dann zur nächsten vollen Stunde mit der nächsten Folge wieder mit dabei. Da schauen wir uns die M7 an. Dann um 17 Uhr sollte dann die M9 kommen und um 18 Uhr dann das erste Szenario. Und dann schauen wir mal, was heute Abend noch ansteht, weil ich hatte eigentlich gestern geplant, Subway Sim mit euch zusammen nochmal in den Livestream zu gehen. Aber da hatte ich gestern dann irgendwie keine Motivation mehr zu. Deswegen vielleicht mal heute als Nachholungsstream dann das Ganze. In dem Sinne, lasst ein Däumchen da, aktiviert die Glocke. Ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, sehr gerne Mitglied werden ab 99 Cent im Monat und mich so aktiv unterstützen. In dem Sinne, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.